Oh, hallo. Freut mich, dich in meiner Welt der Mathematik begrüßen zu dürfen. Lass mich raten, du bist bereits mit der Division von natürlichen Zahlen vertraut, doch gibt es da immer wieder Aufgaben, mit denen dir am Ende ein Rest übrig bleibt. Doch wie sich herausstellt, kann dieser oft umgangen werden, indem man den Quotienten als Dezimalzahl darstellt. Nun stellst du dir sicher die Frage, wie man Aufgaben löst, bei denen auch der Dividend oder der Divisor eine Dezimalzahl ist. Habe ich richtig geraten? Sehr gut. Denn dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Dividieren mit Dezimalzahlen. Wir werden zwei verschiedene Fälle kennenlernen und beginnen zuerst mit dem Fall, dass nur der Dividend als Dezimalzahl vorliegt. Schauen wir uns dazu ein einfaches Beispiel an. Sagen wir, wir wollen uns berechnen, wie eine Mutter ein Taschengeld von 11,40 € gerecht auf drei Kinder aufteilen kann. Wir müssen also die Aufgabe 11,40 durch 3 lösen. Wir beginnen zunächst, wie wir so eine Division mit natürlichen Zahlen gewohnt sind, bis wir zu der Kommastelle gelangen. 3 ist in 11 dreimal enthalten, bleibt 2 Rest. Wenn wir nun die erste Stelle nach dem Komma herunterschreiben, müssen wir auch beim Quotienten ein Komma setzen. Du fragst dich wieso? Naja, wir können uns vorstellen, dass jedes Kind zuerst 3 Euro bekommt. Nun bleiben nur noch 2,40 € übrig. Das heißt, jedes Kind wird nur noch einen Centbetrag bekommen, der kleiner als 1 Euro ist und deshalb nach dem Komma angeschrieben wird. Rechnen wir also weiter. Wir schreiben die 4 hinunter und setzen das Komma beim Quotienten. 3 geht in 24 achtmal, bleibt 0 Rest. Nächste Stelle 0 herab. 3 geht in 0 nullmal, bleibt 0 Rest. Also bekommt jedes Kind 3,80 €. Betrachten wir nun den zweiten Fall, wo sowohl Divisor als auch der Dividend als Dezimalzahl angeschrieben sind. Wählen wir als Beispiel 19,234 durch 1,18. Mit unseren bisherigen Methoden werden wir hier nicht wirklich weiterkommen. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie wir dies ändern können. Wir wissen nämlich, dass wenn wir den Dividenden und den Divisor mit derselben Zahl multiplizieren, der Quotient nicht verändert wird. Dies können wir leicht überprüfen. So ist 4 durch 2 gleich 2 und auch 40 durch 20 ist gleich 2. Das hast du ja schon beim Dividieren von großen Zahlen verwendet, wenn du die Nullen gestrichen hast. Wir machen nun das Gegenteil und multiplizieren die beiden Zahlen mit einem Vielfachen von 10, sodass nachher der Divisor wieder eine natürliche Zahl ohne Nachkommastelle ist. Betrachten wir unser Beispiel. Wenn wir die beiden Zahlen mit 100 multiplizieren, so erhalten wir 1923,4 und 118. Nun ist nur noch der Dividend eine Dezimalzahl und wir können die Zahlen wie zuvor dividieren. 118 geht in 192, einmal bleibt 74 Rest. Nächste Stelle 3 herab und 118 geht in 743, sechsmal bleibt 35 Rest. Da die nächste Stelle nach dem Komma steht, schreiben wir die 4 herab und setzen beim Ergebnis wieder ein Komma. 118 geht nun in 354, genau dreimal, bleibt 0 Rest. Und wir erhalten das Ergebnis 16,3. Perfekt, nun weißt du, wie du Divisionen mit Dezimalzahlen durchführen kannst. Willst du dich selbst an einer leichten Rechnung versuchen, dann sieh dir als nächstes das Video Basic an. Ich freue mich schon darauf, dich in einem weiteren Video wiederzusehen. Also, bis bald!